Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den plötzlichen Kontaktabbruch mit einem Narzissten deinerseits, beziehungsweise Ghosting. Zunächst einmal, was bedeutet Ghosting? Ghosting bedeutet der plötzliche Kontaktabbruch zu einer Person, ohne einen Grund zu geben, ohne einen Grund zu benennen. Und es ist eine Verhaltensweise, die Narzissten häufiger anwenden. Aber ich möchte dir in diesem Video darlegen, was der Unterschied ist zwischen dem, wenn ein Betroffener in den No-Contact geht und zu echtem Ghosting, was wie gesagt ein Narzisst betreibt. Also wieso kam deinerseits dieser Kontaktabbruch erst zustande? So, das war im Affekt. Der Narzisst, der hat dich in eine Situation gebracht, in der du ganz viel Schmerz erlitten hast. Richtige Höllenqualen. Das heißt, der Narzisst hat dir beispielsweise eine ganz ekelhafte, miese Schweigebehandlung gegeben oder hat dich zum Beispiel ganz, 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 ganz massiv abgewertet, bis du an den Punkt gekommen bist und gesagt hast, okay, ich kann jetzt nicht mehr tragen, das ist es, da geht nichts mehr rein. Ich ertrage keine weiteren Schmerzen. Deshalb hast du den Kontakt abgebrochen aus dem Affekt, weil du nicht mehr ertragen hast und der Narzisst dich so gesehen im Würgegriff hatte und dich gefoltert hatte, dahingehend, um sein Machtverhältnis wiederherzustellen, also um dich wieder zu unterdrücken, um dich wieder unter Kontrolle zu bringen, gefügig zu machen. Das heißt, du hast eigentlich nichts anderes gemacht, als einen Erpressungsversuch abgeschmettert. Du warst im Schwitzkasten und hast dich rausgeholt aus dem Schwitzkasten, anstatt drin zu bleiben. Das heißt, du hast den Kontakt abgebrochen, um dich selbst zu schützen. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast damit quasi einfach nur gesagt, okay, stopp, genug Missbrauch, ich ertrage nicht mehr, Grenze. So, und das heißt, du hast schon mal eine ganz andere Ambition wie ein Narzisst, der echtes Ghosting betreibt. Weil ein Narzisst schweigt und ghostet, um dich abzustrafen, um dich zu verletzen, um dich gefügig zu machen. So, du ghostest jetzt aber, um dich zu schützen. Und allein deswegen kann man das schon einmal gar nicht miteinander vergleichen. Aber natürlich fühlst du dich jetzt trotzdem wie der größte Narzisst, weil aufgrund dieses kranken Verhaltens, das du vom Narzissten abbekommst, dich eigentlich gar nicht so verhalten kannst, wie es eigentlich deiner Natur entspricht. Also jemanden einfach zu ignorieren, links liegen zu lassen, einfach Tschüss zu sagen, sich aus der Affäre zu ziehen, das ist gar nicht deine Art, das entspricht gar nicht deinen Werten. Du bist eigentlich ein Mensch, der möchte, dass es Harmonie gibt, dass man Dinge gemeinsam aus der Welt schafft, dass man sich zusammen hinsitzt, dass man es bespricht, dass man sich vergibt, dass man sich versöhnt und dass man Lösungen findet. Das liegt ja in deiner Natur, auch Lösungen zu finden. Das heißt, du handelst komplett gegen deine eigenen Wertvorstellungen. Und wenn man das ganz oberflächlich betrachtet, ohne den Kontext zu sehen, ist es natürlich klar, dass es narzisstisch aussieht. Okay, aber wie schon gesagt, es kommt da immer auf die Ambition an. Und du musst dir jetzt auch diesbezüglich bewusst machen, dass der Narzisst dich ja auch die ganze Zeit über dahingehend konditioniert hat, dass du dich schlecht fühlst und du dir wieder alle größte Täter und Unmensch vorkommst, wenn du eine Grenze setzt. Und damit möchte ich dir auch sagen, es kommt auch nicht auf die Qualität deiner Grenze an, sondern ein Narzisst möchte grundsätzlich nicht, dass du Grenzen hast und er trainiert dich quasi dahingehend wie ein Schoßhündchen, keine Grenzen mehr zu haben, weil wenn du Grenzen hast, bist du für einen Narzissten unbrauchbar. Okay, dann kann er dich nicht mehr ausbeuten. Und du setzt ja auch jetzt nur diese radikale Grenze als Reaktion darauf, dass der Narzisst in Abfolge mehrmals deine Grenzen verletzt und überschritten hat.
Du wirst halt durch einen Narzissten mit so krankem, abnormalen Verhalten konfrontiert, dass du auch nicht normal agieren kannst. Wenn dieser Mensch kein Narzisst wäre und dir wirklich auch mit Empathie begegnen würde und auf Augenhöhe und auch Verantwortung übernehmen würde für sein Verhalten, dann wärst du ja nie in der Position gewesen, wo du hast jemanden ghosten müssen, weißt du? Und du kannst halt auf abnormales Verhalten irgendwann auch nur noch so gesehen abnormal reagieren, also nicht mehr deiner Natur entsprechend. Und das ist ja auch genau der Witz dabei. Ein Narzisst macht immer etwas aus dir, was du eigentlich nicht bist. Du kannst mit einem Narzissten in deinem Leben, kannst du gar nicht der Mensch sein, zu dem du erdacht wurdest, zu dem du erschaffen wurdest, weißt du? Und das wiederum spricht dir auch dafür, dass du jetzt das Richtige tust, indem du den Kontakt abbrichst. Weil jedes Mal, wenn du mit diesem Menschen in Kontakt bist und wenn dieser Mensch in deinem Leben ist, dann stellst du Veränderungen an dir fest, die dir gar nicht gefallen und mit denen du dich gar nicht identifizieren kannst, und das führt dann auch wieder zu einer tiefen Ablehnung. Weißt du, und das, genau das ist der Punkt, das ist ja die Scheiße mit Narzissten, dass sie immer etwas aus dir machen, das du eigentlich gar nicht bist. Und du gar nicht dein Potenzial entfalten kannst. Und du gar nicht ein solides, anständiges Leben führen kannst. Weil da immer eine gewisse Sabotage stattfindet. Und das spricht ja auch wieder dafür, dass du diesen Menschen meiden solltest um jeden Preis. Du bist im Kontakt mit ihm und der Kontakt mit ihm führt dazu, dass du dich nicht so verhalten kannst, wie du dich normalerweise verhalten würdest. Du kannst gar nicht du selbst sein mit solch einem Menschen. Und wenn man aber nicht man selbst sein kann und nicht mit sich selbst im Reinen sein kann, dann kann man auch nur depressiv sein und nicht glücklich und nicht erfüllt. So, und dann hat dir ja die Erfahrung mit diesem narzisstischen Menschen gezeigt, dass wenn du mit diesem Menschen etwas klären möchtest, aus der Welt schaffen möchtest, dann gibt's Drama, dann gibt's Abstrafungen, dann gibt's Schuldvorwürfe. Dann gibt's ordentlich einen aufs Maul, weißt du, ich meine, dann gibt's aber richtig ordentlich einen aufs Maul. Und wenn du 20 Mal eine aufs Maul bekommst, dann überlegst du dir doch beim 21. Mal irgendwann, will ich jetzt wirklich noch mal eine aufs Maul bekommen? Also du wirst auch ein bisschen vorsichtiger. Und da tendiert man natürlich automatisch dazu, sich auch zurückzuziehen und sich vor den Angriffen zu schützen. Das ist ja klar, das ist ja auch unheimlich frustrierend, wenn du eine Lösung finden willst und du findest einfach keine Lösung mit diesen Menschen. Und es ist ja auch alles so kräftezehrend und dann hast du auch gar keine Kraft mehr, irgendetwas zu klären mit einem Narzissten, weißt du? Und es ist halt unheimlich frustrierend und dann ist natürlich klar, dass du auch auf der einen Seite dich halt wirklich schützen musst, weil du jedes Mal merkst, dass es weh tut und auf der anderen Seite auch einfach irgendwann mal resignierst. Und sagst, ich habe jetzt keine Kraft mehr dafür. Ich kann jetzt nicht noch mehr Schmerzen ertragen. Ist ja auch gut, dass du so ein Abwehrsystem hast, Mann. Wo kämst du denn hin? Wo kämen wir hin, wenn wir dieses Abwehrsystem nicht hätten? Und du musst es halt auch mal so sehen. Du bist ein Mensch, der will Lösungen finden. Also, wie scheiße muss dein Gegenüber sein, dass du selbst da irgendwann aufgibst. Und es ist ja im Leben so, dass wenn man Dinge anpackt, dass man Dinge erarbeitet, wenn man auf irgendwas hinausarbeitet, dass es dann auch zu irgendeinem Resultat führt. Hard work pays off. Das ist einfach so. Harte Arbeit zahlt sich aus. Und es ist natürlich frustrierend festzustellen, dass es mit einem Narzissten nicht geht. Aber warum geht es mit einem Narzissten nicht? Weil er immer alles sabotiert. Und weil für einen Narzissten das Problem die Lösung ist. Und man da immer wieder auf Granit beißt, um eine Lösung zu finden. Und solange diese narzisstische Beziehung weiter besteht, bestehen auch weiterhin diese Grundkonflikte, diese Grundproblematiken, die du mit diesem Menschen hast. Weil er es sabotiert. Und ich sag dir ganz ehrlich, mit einem Narzissten endet es immer unschön.
Man wünscht sich als Betroffener, dass man sich am Ende nochmal hinsetzen kann mit der narzisstischen Person, dass man nochmal so ein paar Antworten bekommt, dass man ein paar Dinge aus der Welt schaffen kann, dass man ein paar Dinge richtigstellen kann noch. Man möchte ja nicht so einen urplötzlichen Abbruch, der ziemlich unschön verläuft. Aber ich sag dir ganz ehrlich, auf die ein oder andere Art und Weise endet es immer unschön mit einem Narzissten. Weil ein Narzisst gar nicht in der Lage ist, im Guten auseinanderzugehen. Du wirst am Ende, wirst du ja immer als der Feind deklariert. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass der Narzisst dir gegenüber entweder nochmal eine Zerstörungsabsicht hat, weil du der Feind bist, oder dass er sich einfach vertschüsst. Also, dass er dich dann quasi auf die übelste Weise diskardet. Wenn du wieder mit ihm in Kontakt gehen solltest, dann wirst du wieder Missbrauch erfahren, du wirst wieder Manipulation erfahren, du wirst vielleicht reidealisiert und du wirst dann wieder komplett in die Beziehung reingezogen und es ist dann wiederum nichts geklärt. Das heißt, du bist wieder Teil vom narzisstischen Kreislauf. Du findest dich vielleicht dann wieder in einer Rechtfertigungsposition. Dann sind deine Grenzen wieder nicht gesetzt und du bist wieder nicht weitergekommen und bist wieder in irgendeiner Erklärungsnot und hat der Narzisst dich wieder da, wo er dich haben will. Und ja, also weißt du, es läuft immer darauf hinaus, dass du manipuliert und missbraucht wirst im Kontakt mit einem Narzissten. So, und das darf nicht sein. Es kann nicht sein, dass dich jemand manipuliert und missbraucht. Und wenn du dir selbst sagst, ich gehe da jetzt raus, ich möchte nicht manipuliert und missbraucht werden, dann musst du das nicht mal erklären. Okay, das kannst du einfach machen. Du kannst da einfach rausgehen. Du musst nicht mal was sagen. Okay, ist doch dein gutes Recht, dich vor Manipulation und Missbrauch zu schützen. Das bedarf keiner Erklärung. So, und solltest du das dem Narzissten nochmal artikulieren, dass du jetzt Schluss machst und was jetzt deine Beweggründe sind und ihn dann beispielsweise nochmal blockieren, dann wirst du dich zum Beispiel die ganze Zeit fragen, was hat er jetzt darauf geantwortet? Es muss so oder so der Punkt kommen, in dem du diese ganze ekelhafte narzisstische Maschinerie nicht mehr fütterst, und der Narzisst aber diese ganze ekelhafte Maschinerie nicht mehr füttern kann. Irgendwann muss mal ein Cut kommen. Und die Hauptsache ist, dass dieser Cut kommt. Und wie der kommt, ist scheißegal. Hauptsache raus. Hauptsache du schützt dich verdammt nochmal. Du wirst auch dem Narzissten nichts mehr vermitteln können, beibringen können, nichts mehr auf den Weg geben können. Weil der Narzisst in seiner eigenen kranken kleinen Scheißwelt lebt. Und wenn du dann mit ihm kommunizierst oder versuchst, ihm etwas zu vermitteln, dann kommt es eh niemals an, weil sein Empfänger kaputt ist. Verstehst du? Es liegt nicht am Sender, es liegt am Empfänger. Okay, der richtige Moment definiert sich nicht dadurch, dass dann die Rahmenbedingungen stimmen. Die Rahmenbedingungen stimmen nie mit einem Narzissten dafür, sondern der richtige Moment ist der, in dem du sagst, bis hierhin und nicht weiter. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Also ist für dich jetzt der richtige Moment da. Und natürlich bereust du das jetzt, dass es jetzt auf so eine unschöne Art endet. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Hauptsache raus. Hauptsache raus, weil später wird der Punkt kommen, da wird sich deine Reue so gesehen umleiten. Wenn du das wirklich, dieses ganze Spiel begreifst, was da mit dir abgezogen wird, diese ganzen Mechanismen und blickst, wie böse und abgefuckt es eigentlich ist und wie destruktiv, dann wirst du später an den Punkt kommen, wo es andersrum sein wird. Da wirst du nicht bereuen, dass du zu früh und auf eine unschöne Art aus der Beziehung gegangen bist, sondern dann wirst du jeden einzelnen zusätzlichen Tag, jede einzelne zusätzliche Stunde und Sekunde bereuen, die du mit diesem Menschen zusätzlich verbracht hast. Wenn du das Ausmaß begreifst und wenn du das wahre Wesen dieses Menschen zu 100% siehst.
Also denk auch wirklich an dein zukünftiges Ich, so gesehen aus der Zukunft, und tu deinem zukünftigen Ich den Gefallen, dass es nicht noch mehr bereuen muss als eigentlich notwendig, wenn du verstehst, was ich meine. Also schütz dich vor Angriffen um jeden Preis. Du hast alles richtig gemacht. Fühl dich nicht schlecht dafür. Du gehst nicht, weil du gehen willst. Das will eigentlich keiner von uns. Keiner von uns Betroffenen will wirklich zu 1000% aus einer narzisstischen Beziehung gehen. Ganz ehrlich. Aber es kommt der Punkt, an dem man wirklich merkt, okay, ich muss jetzt gehen. Okay, und an diesem Punkt bist du. Du musst jetzt gehen, also geh. Du wirst es nicht bereuen. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und bis bald.